Der erste Teil von meinem Vortrag lautet, wie demokratisch sind wir wirklich? Und zu diesem Thema gab es eine Studie der Bundesregierung. Das ist recht interessant. Vielleicht haben es einige von Ihnen mitbekommen. Die Bundesregierung verfasst ja immer einmal in der Legislaturperiode den sogenannten Armuts- und Reichtumsbericht. Und in diesem Bericht soll es im Grunde darum gehen, die Lebensverhältnisse mit Blick auf die Ungleichheit in der Bevölkerung mal darzustellen. Dass eben nicht nur über wirtschaftliche Erfolge und so weiter gesprochen wird, sondern auch einmal darüber gesprochen wird, wie geht es eigentlich den ärmeren Leuten im Land. Dazu wird alle 4 Jahre der Armuts- und Reichtumsbericht veröffentlicht. Und ganz interessant, beim letzten Mal, das war 2016, hat die damalige Arbeitsministerin, das war damals Andrea Nahles, eine Studie in Auftrag gegeben, die einmal untersuchen sollte, wie sehr die Regierung eigentlich Rücksicht nimmt auf die Wünsche der Bevölkerung in ihren Entscheidungen. Und diese Studie ist diese hier, ich habe mal das Deckblatt hier reinkopiert, systematisch verzerrte Entscheidungen, die Responsivität der deutschen Politik von 1998 bis 2015. Also Wissenschaftler verwenden ja immer gern hochtrabende Fremdworte. Responsivität ist einfach, macht die Regierung das, was die Mehrheit der Leute möchte, ja oder nein? Sie sehen hier also Forschungsvorhaben im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, also eine ganz offizielle Studie. Worum ging es in dieser Studie? Ich habe das mal kurz zusammengefasst. Inhalt der Studie, wie ich schon sagte, inwieweit folgt die Regierung durch Beschlüsse tatsächlich dem Willen der Bevölkerung? Und die Datengrundlage waren die repräsentativen Meinungsumfragen von ARD Deutschland-Trend, das kennen Sie alle, das haben wir immer in den Tagesthemen. Alle paar Wochen wird gefragt, werden bestimmte aktuelle politische Diskussionspunkte den Leuten vorgelegt und sie können sagen, sind sie dafür, sind sie dagegen, welche Ansicht haben sie? Was interessant ist, was ich auch nicht wusste, bei diesen Deutschland-Trend-Umfragen wird das Einkommen der Befragten erfasst. Das heißt, man kann auswerten, welche Ansichten hat der ärmere Teil, welche Ansichten hat der reichere Teil. Genau. Und wie sich dann herausstellt, bei dieser Studie gibt es tatsächlich sehr große Unterschiede bei den Ansichten von Armen und Reichen, besonders bei Außen- und Wirtschaftspolitik. Wenn ich jetzt im Folgenden von Armen und Reichen spreche, das ist eine Vergröberung. In der Studie bezieht sich das darauf, der unteren 10% der befragten Einkommen und die oberen 10%. Unteren 10% nenne ich jetzt die Armen, oberen 10% die Reichen. Das sind nicht wirklich die ganz Reichen, die in dem Pool gar nicht drin sind, aber es sind Leute, die ein gewisses Einkommenslevel haben, kann man in der Studie nachlesen. Ja, um Ihnen das mal zu verdeutlichen, worum es hier geht, was für Fragen gestellt worden sind, habe ich mal einige rausgenommen. Also oben hier das Logo ARD Deutschland Trend. 1999 wurde gefragt, sollen Vermögende stärker am Abbau der öffentlichen Schulden beteiligt werden. Und ja, meinten 70% der Armen, aber nur, na, wen überrascht, 46% der Reichen, also ein großer Unterschied. Ja, was hat die Regierung gemacht? Wir wissen es alle, Vermögende wurden nicht stärker am Abbau der Schulden beteiligt, also sie hat sich an einer Minderheit orientiert. Nächste Frage, 2000 wurde gefragt, soll das Rentenniveau gesenkt werden? Was meinen Sie? Und bei den Armen war nur 43% dafür, aber 64% der Reichen. Auch hier hat man sich wieder an den Reichen orientiert, denn das wurde tatsächlich umgesetzt. 2003 soll die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes gekürzt werden. Das war die Debatte um Agenda 2010, Hartz IV, das ging da gerade los. Auch da wieder das gleiche Bild. Eine Minderheit der Armen, logischerweise dafür, aber eine große Mehrheit der Reichen ist dafür, das zu tun. Und es wurde gemacht. Ein letztes Beispiel, 2012 wurde gefragt, soll die Rente mit 67 rückgängig gemacht werden? 2 Drittel der Armen sind der Meinung, ja, das soll rückgängig gemacht werden, aber nur 1 Drittel der Reichen. Auch hier hat man sich wieder am oberen Teil der Einkommensgruppe orientiert. Und das ist nun eben, das sind jetzt keine Einzelfälle, sondern die Studie hat das systematisch untersucht und kommt zum Ergebnis, ein Zitat aus der Studie, je höher das Einkommen, desto stärker stimmen politische Entscheidungen mit der Meinung der Befragten überein. Was Bürger mit geringem Einkommen in besonders großer Zahl wollen, hat in den Jahren von 1998 bis 2013 eine besonders niedrige Wahrscheinlichkeit, umgesetzt zu werden. Ich habe hier nochmal die Seitenzahl dahinter gesetzt, man kann es dort nachlesen. Und es heißt weiter in der Studie, die Wahrscheinlichkeit auf Umsetzung sinkt sogar, wenn mehr Menschen aus der untersten Einkommensgruppe eine bestimmte politische Entscheidung befürworten. Ich würde das so kommentieren, dass die Regierung die Armen nicht einfach nur ignoriert, sondern eben aktiv gegen sie arbeitet. Und das war für mich schon überraschend. Das war mir vorher so nicht klar. Und es geht weiter. Auch wieder eine Erkenntnis der Studie. Nicht nur die Armen werden der Studie zufolge übergangen, sondern auch die Wünsche der Mittelschicht. Deren Forderungen werden also annähernd im gleichen Maße ignoriert. Es existiert laut Studie so gut wie kein messbarer Zusammenhang zwischen der Zustimmungsrate für eine Forderung, also wollen jetzt 20%, wollen 50%, wollen 80% eine bestimmte Politik, gibt keinen Zusammenhang
zwischen der Zustimmungsrate in der Mittelschicht und der Umsetzung. Zusammenhang ist nur für die Reichsten nachweisbar, dort aber sehr klar. So, das ist jetzt eine Studie im Auftrag des Arbeitsministeriums. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, das soll in einen Regierungsbericht rein, in einen großen Regierungsbericht. Da gibt es eine Ressortabstimmung. Das heißt, der Bericht geht ins Kanzleramt. Hier haben wir den Peter Altmaier, Kanzleramtschef zu der Zeit, Angela Merkel und ganz links noch den Regierungssprecher Steffen Seibert. Ja, die haben sich den Bericht jetzt an, die haben sich diese Studie jetzt angeschaut, beziehungsweise wahrscheinlich nicht Sie persönlich, sondern Ihre Untergebenen. Ja, und waren natürlich nicht begeistert von diesen Ergebnissen und haben sich überlegt, wollen wir das wirklich im Bericht haben? Und sie haben die Studie zensiert. Es wurden vom Kanzleramt einige Passagen gelöscht. Und eine sehr wichtige Passage, die gelöscht worden ist, das ist später rausgekommen, weil der Verein Lobby Control das öffentlich gemacht hat und sich die beiden Versionen besorgt hat, also dass sich die hat besorgen können. Gelöscht worden ist die Stelle, die Studie liefert einen empirischen Beleg für eine Krise der Repräsentation. In Deutschland beteiligen sich Bürgerinnen mit unterschiedlichem Einkommen nicht nur in sehr unterschiedlichem Maße an der Politik, sondern es besteht auch eine klare Schieflage in den politischen Entscheidungen zulasten der Armen. Damit droht ein sich verstärkender Teufelskreis aus ungleicher Beteiligung und ungleicher Responsivität, bei dem sozial benachteiligte Gruppen merken, dass ihre Anliegen kein Gehör finden und sich deshalb von der Politik abwenden, die sich in der Folge noch stärker an den Interessen der Bessergestellten orientiert. Okay, das beobachten wir alle. Das ist nichts Neues, aber wie gesagt, es ist eine sehr brisante Passage. Sie ist gelöscht worden, wie auch der Begriff Krise der Repräsentation, der an mehreren Stellen des Berichtes auftauchte, an allen Stellen gelöscht worden ist. Das ist offenbar ein Begriff, den die Regierung der Bevölkerung nicht zumuten möchte. Zeit Online und auch andere Medien haben darüber berichtet. Das ist hier ein Beitrag vom Frühjahr 2017. Da hat der Armutswissenschaftler Christoph Butterwegge kritisch kommentiert, hat das auch öffentlich gemacht. Aber das Kanzleramt hat nicht nur Passagen gelöscht aus diesem Bericht, es hat auch neue Passagen eingefügt. Und eine solche Passage sehen Sie hier. Da heißt es, der Bundesregierung liegt daran, politische Betätigung quer durch die Gesellschaft anzuregen und mit vielen Menschen über die Gestaltung der Lebensverhältnisse in Deutschland ins Gespräch zu kommen. Dazu hat sie in dieser Legislaturperiode den Bürgerdialog Gut Leben in Deutschland geführt. Der Dialogprozess Arbeiten 4.0 ist ein weiteres Beispiel dafür, mit Bürgern frühzeitig über gesellschaftliche Trends, ihre Konsequenzen und die Erwartungen an die Politik ins Gespräch zu kommen. Als ich das gelesen habe, habe ich mich so ein bisschen erinnert an die Verlautbarungen der SED im Herbst 89. Da gab es dieses Stichwort Dialog. Sie werden sich noch erinnern. Wir wollen den Dialog mit den Bürgern. Das kommt mir ja auch ein bisschen so vor. Steht ja auch Bürgerdialog. Ja, und wenn man sich überlegt, es ist natürlich eine Simulation. Der Dialog wird simuliert. Es soll keine echte Teilhabe ermöglicht werden. So ist jetzt mal meine Bewertung davon zumindest. Diese Studie, die Sie jetzt eben gesehen haben, die ich jetzt in kurzen Worten vorgestellt habe, die wirklich lesenswert ist, baut auf ein amerikanisches Vorbild. Es gab einige Jahre zuvor in den USA eine ganz ähnliche Studie von Professor Martin Gillens von der Princeton University, also sehr namhaft. Die ist dann auch als Buch erschienen und das ist das Buch Affluence and Influence, also das heißt, wie man sich den Einfluss sozusagen erkauft, Economic Inequality and Political Power in America, also ökonomische Ungleichheit und politische Macht. Und da steht im Klappentext des Buches, ich habe mir dieses Buch auch besorgt und gelesen, der erste Satz, ich habe den hier mal hervorgehoben, kann ein Land eine Demokratie sein, wenn seine Regierung nur auf die Wünsche der Reichen reagiert? Das ist der erste Satz des Klappentextes und das fasst es zusammen, worum es eigentlich geht. Und diese Studie von Professor Martin Gillens hat ähnliche Ergebnisse gehabt, das ist er. Ich habe das hier mal übersetzt, einige Passagen. Er sagt, der vollständige Mangel an Responsivität, also wie gesagt, der Begriff bedeutet, inwieweit kommt die Regierung den Wünschen der Bevölkerung nach. Der vollständige Mangel der Responsivität der Regierung bezüglich der Wünsche der Armen ist verstörend und passt eigentlich nur zu den zynischsten Sichtweisen auf amerikanische Politik. Wenn sich die Ansicht von Armen und Wohlhabenden unterscheiden, so zeigen die Ergebnisse, dass die Regierungspolitik in keinerlei Beziehung zum Ausmaß der Zustimmung oder Ablehnung unter den Armen steht. Und auch Gillens hat herausgefunden, dass auch der Einfluss der Mittelschicht in den USA ununterscheidbar von null ist. Das ist also ein sehr drastisches Ergebnis.
Und er hat gesagt in einem Meinungsbeitrag in der Washington Post, wo er auch zu diesen Dingen sich geäußert hat, viele Amerikaner, die für Außenseiterkandidaten stimmen, glauben, dass die Regierung sie mehr oder weniger ignoriert. Sie haben recht. Dieser Artikel ist erschienen im Frühjahr 2016. Das war gerade der Wahlkampf zwischen Trump und Clinton, wo das ja ein großes Thema war. Außenseiterkandidaten, Populisten ist ja das Stichwort dafür. Warum haben die so viel Erfolg? Und der Professor Gillens erklärt es. Und er hat seine Studie schon Jahre vorher verfasst. Sie ist halt nur nicht in der Breite zur Kenntnis genommen worden. Ja, wir kommen zum zweiten Teil. Das ist, ich versuche heute einen kurzen Abriss zu geben. In meinem Buch sind natürlich noch viel mehr Aspekte, aber das ist einer der absoluten Kernaspekte. Die Frage, die ich mir gestellt habe, warum steht direkte Demokratie nicht im Grundgesetz? Und das ist eine sehr spannende Frage und dazu hat geforscht in Deutschland unter anderem der Ottmar Jung, das ist ein Politikwissenschaftler, der quasi sein ganzes Leben in den Dienst der Forschung für direkte Demokratie gestellt hat, der Grundlagenwerke dazu geschrieben hat. Ich stütze mich hier auf seine Forschung unter anderem. Zunächst mal kurz, um im Aktuellen zu bleiben, das ist ein Artikel vom April diesen Jahres. Steinmeier gegen direkte Demokratie auf Bundesebene, da war er gerade zu Besuch in der Schweiz. Das Schweizer Modell von Volksabstimmung sei so nicht exportierbar, weil es bei uns eine andere politische DNA gäbe, so Steinmeier. Das hört man ja immer mal wieder. Noch ein anderes Beispiel, einige Jahre zuvor, da war Gauck, der Bundespräsident, war auch in der Schweiz zu Besuch. Gauck warnt vor der direkten Demokratie, sagte also in der Schweiz vor den Offiziellen dort. Die direkte Demokratie berge Gefahren, wenn über hochkomplexe Themen abgestimmt wird, sagte der deutsche Bundespräsident bei einem Besuch in der Schweiz. Und der Schweizer Bundespräsident hat gekontert. Das ist ja auch ein bisschen frech, sage ich mal, wenn man zu Gast ist in einem Land, wo das einigermaßen funktioniert und die dann so zu belehren, würde ich es mal nennen. Ja, aber es ist eine gute oder es ist eine Tradition in Deutschland zu warnen vor direkter Demokratie und es heißt dann häufig, wir hätten in unserer deutschen Geschichte ja diese Weimarer Erfahrung, die ganz gefährlich wären, das ist so ein Stichwort, das kommt wirklich immer wieder, auch wenn man mal die Medien durchsucht, wann äußern sich etablierte Leute zu direkter Demokratie, kommt dieses Stichwort Weimarer Erfahrung sehr oft. Ja, was waren die Weimarer Erfahrungen? Wenn man sich anschaut, nach dem Zweiten Weltkrieg, bevor das Grundgesetz geschrieben und entwickelt worden ist, das war 1948, und zunächst mal die im Westen die Landesverfassungen geschrieben und diskutiert. Das war in den Jahren 46 und 47, wurden die Landesverfassungen der einzelnen Bundesländer entwickelt. Und wenn man sich anschaut, was damals diskutiert worden ist, was beschlossen worden ist, dann findet man ganz spannend heraus, dass die Elemente der direkten Demokratie, die es in der Weimarer Republik ja gab, dort gab es ja Volksabstimmungen, weiterentwickelt worden sind. Sie sind nicht zurückgenommen worden, sondern weiterentwickelt. Das heißt, der Trend 46, 47, unmittelbar nach dem Krieg war, wir wollen diese direkte Demokratie in den Ländern. Sie hat sich bewährt aus Sicht der Leute, die das entwickelt haben. Und diese Stimmung möchte ich mal verdeutlichen anhand von einigen wenigen Zitaten von damals führenden Politikern. Hier haben wir zum Beispiel den Friedrich Mittelhaufe, kennt heute wahrscheinlich keiner mehr. Er war aber damals FDP-Landesvorsitzender und späterer Wirtschaftsminister in Nordrhein-Westfalen. Und er sagte damals in den Beratungen zur Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalens, wir sollten das Volk mehr in die Gesamtentscheidung einschalten. Hätten wir das vor 1933 getan, es wäre durchaus anders gekommen. Es wäre nicht möglich gewesen, dass Hitler mit seinen etwas mehr als 40% die Mehrheit des Volks überrennen und sich durch ein Ermächtigungsgesetz dann nachher völlig in den Sattel setzen konnte. Das ist also die Stimme eines führenden Liberalen damals gewesen. Hier die Stimme eines Konservativen. Der war Politiker der konservativen Bayernpartei und auch Journalist, Erwin von Aretin. Er sagte ganz grundsätzlich, man kann doch logischerweise unmöglich dem Souverän, dem Volk, weniger Rechte einräumen als seiner Vertretung. Ziemlich simpler Gedanke. Und noch eine dritte Stimme von einem anderen politischen Lager, Karl Severing, SPD, der war zu der Zeit, 1949, bereits 74 Jahre alt und blickte auf ein langes Politikerleben zurück. In der Weimarer Republik war er Innenminister einer großen Koalition und er meinte nach dem Krieg, mit Blick auf direkte Demokratie, die Freiheit, die nicht auch einmal missbraucht werden kann, ist eigentlich keine Freiheit. Wenn Sie dem Volk selbst nicht eine Mitwirkung bei seiner Gesetzgebung einräumen wollen und wenn Sie die Streichung des Volksbegehrens in der Vorlage mit dem Missbrauch der Freiheit begründen, der früher einmal betrieben worden ist, leisten Sie damit dem demokratischen Gesicht und dem Inhalt dieses Entwurfs einen schlechten Dienst. Das ist quasi sozusagen die Lebenserfahrung dieses Mannes und der war
ein konservativer Politiker in der SPD, das war jetzt kein linker Vorprescher in Anführungszeichen, sondern das war wirklich ein geerdeter Politiker, Innenminister einer großen Koalition. Das heißt, der weiß, dass man Kompromisse machen muss. Aber das war seine Überzeugung in dieser Zeit. Zu welcher Zeit entstand das Grundgesetz? Das war jetzt die Zeit darauf. 1948 fanden die Beratungen im Parlamentarischen Rat statt. So nannte sich das Gremium, in dem das Grundgesetz diskutiert worden ist und beraten worden ist. Hier ist ein Bild von diesem Parlamentarischen Rat. Wir sehen hier ganz in der Mitte mit den weißen Haaren, das ist Theodor Heuss, der spätere erste Bundespräsident. Ganz rechts außen Konrad Adenauer, da sitzt er. Und die Herren, und in diesem Parlamentarischen Rat waren damals auch einige wenige Vertreter der KPD, die war damals noch nicht verboten, die haben auch mitdiskutiert. Ja, was war das für eine Zeit? Das war die Zeit, in der der Kalte Krieg begann, das war die Zeit der Berlin-Blockade und die Konkurrenz der Systeme, also Kapitalismus, Kommunismus, das war die große Polarität dieser Zeit. Und ein ganz wichtiger Hintergrund, Anfang 1948 ist die deutsche Teilung beschlossen worden von den Westmächten. Das ist jetzt nicht an die große Glocke gleich gehängt worden, aber im Frühjahr 1948 war im Grunde klar, die Westmächte wollen, dass ein eigener Weststaat entsteht. In dieser Zeit wurde das Grundgesetz beraten. Bevölkerung in Ost und West war damals nicht mit der Teilung einverstanden. Sie wollten eine Vereinigung. Und die SED hat im Ostteil eine Volksabstimmung tatsächlich gestartet zur Überwindung der Teilung und hat dafür auch Unterschriften im Westen gesammelt. Das war damals eine ganz große, propagandistisch sehr aufgeladene Diskussion. Und diese aufgeheizte Stimmung hat Willy Brandt, der war damals Vertreter des Parteivorstandes in West-Berlin, 48 formuliert als Parole, wer das kommunistische Volksbegehren unterzeichnet oder schreibt seinen eigenen Haftbefehl. Also nur um ihm mal zu zeigen, wie aufgeheizt die Stimmung damals war, in dieser Polarität gegenüber den Russen und dem Kommunismus. Die westlichen Siegermächte ihrerseits wollten damals, dass über das Grundgesetz selbst eine Volksabstimmung stattfindet, also dass es per Volksentscheid angenommen wird, weil man wollte ja nach außen hin zeigen, wir sind hier das demokratische System, wir fragen die Bevölkerung, anders als die Leute im Osten, deshalb wollten die eine Volksabstimmung. Aber die westdeutschen Ministerpräsidenten waren Realisten und sie spürten die Gefahr, dass das Volk das Grundgesetz bei der Volksabstimmung ablehnen könnte, weil damit ja die Teilung festgeschrieben worden ist. Und deshalb haben sie argumentiert hinter den Kulissen, das war alles jetzt nicht öffentlich, dass sie keine Volksabstimmung wollten. Und hier sehen wir ein Bild mit den westlichen Ministerpräsidenten dieser Zeit, ganz in der Mitte mit der Aktentasche, das ist der Karl Arnold, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, CDU. Er sagte, das sind jetzt Protokolle aus den internen Beratungen, die hat der Historiker Ottmar Jung herausgefunden. Wenn wir die Bevölkerung zu einem solchen Referendum aufrufen, dann geben wir nach meinem Gefühl den Kommunisten die seltene Chance, über uns herzufallen und uns als die Westpolitiker zu bezeichnen und zu sagen, diese Westpolitiker sind jetzt dabei, Deutschland endgültig in Ost- und Westdeutschland zu zerreißen. Ich könnte mir vorstellen, dass bei einer solchen Auseinandersetzung die Möglichkeit entsteht, dass das Referendum nicht angenommen wird. Ja, sehr logisch, sehr nachvollziehbar. Also das ist sehr logisch argumentiert. Ja, wie haben seine Kollegen reagiert? Christian Stock, SPD, damals Ministerpräsident von Hessen, das ist der Herr links neben dem Karl Arnold mit der Aktentasche. Er sagte, wir sollten aber auf keinen Fall in der Öffentlichkeit bekannt werden lassen, dass wir in Bezug auf die Entscheidung durch das Volk irgendwelche Besorgnisse hegen. Das dürfen wir auf keinen Fall preisgeben. Ja, mit ein bisschen Zeitverzögerung ist es jetzt doch bekannt geworden. Und letzte Stimme, Hans Ehard, Ministerpräsident von Bayern, hat jetzt versucht, die Synthese zu finden, was können wir machen. Eine Begründung für die Öffentlichkeit kann nur so lauten, sagt er, dass man sagt, ein Referendum ist eine Sache, die nach außen hin etwas Endgültiges dokumentiert. Das heißt, die Argumentation ging so, wir machen hier ein Grundgesetz, das ist nur ein Provisorium, später machen wir eine richtige Verfassung, wir brauchen jetzt gar keine Volksabstimmung, denn das ist ja nur ein Provisorium. So wollte man für die Öffentlichkeit argumentieren, hieß es intern in den Beratungen, so hat man es auch gemacht. Der Hintergrund war die Angst vor Erfolg der Kommunisten. 1946, von Ihnen hier im Raum werden es vielleicht einige wissen, hat in Sachsen eine Volksabstimmung stattgefunden über die Vergesellschaftung von Betrieben von Nazi-Verbrechern. Hier ist mal das Plakat aus der Zeit, das ist das Originalplakat für diese Kampagne. Ja, und diese Volksabstimmung hat sehr viele Wellen geschlagen, die hat man auch im Westen zur Kenntnis genommen und das Ergebnis war so, 77% Zustimmung bei 93% Beteiligung, also überragende Zustimmung und ja. Das war sozusagen ein Faktor, der im Westen natürlich die Skepsis vor Volksabstimmungen sehr groß gemacht hat, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken.
Ein Plakat von der CDU aus dieser Zeit. CDU schützt vor Enteignung. Rechts sieht man den Rotarmisten, der also das Eigentum der Westdeutschen bedroht. Hier sieht man auch, ich finde sehr schön diese Kontinuität dieser Angst vor Russland, die wir ja heute wieder ganz massiv haben. Das liegt in der DNA der Politik. Ja, hier in so einem Plakat sieht man das. Also im Westen war das Fazit, Volksabstimmungen sind eine gefährliche Sache. Und deshalb wurde das Thema direkte Demokratie bei den Beratungen zum Grundgesetz 48, wenn man sich die Protokolle anschaut, kaum erwähnt. Es gab kaum eine große Debatte dazu. Es wurde gemieden und es war im Grunde eine stille Übereinkunft. Wenn wir Volksabstimmung machen, spielen wir den Kommunisten in die Hände. Das ist zu gefährlich. Ja, und heute heißt es im Grunde, wenn wir Volksabstimmung machen, dann spielen wir den Populisten in die Hände und es ist zu gefährlich. Also im Grunde muss man nur das Wort tauschen. Ja, und das ist auch noch ein Zitat, was, skurril ist, will ich mal sagen. Christian Stock, Ministerpräsident von Hessen, 1949, sagte er, Volksabstimmungen werden nicht das Resultat haben, das im Interesse der Demokratie wünschenswert wäre. Das ist quasi der Widerspruch in einem Satz. Und ich würde sagen, im Grunde ist das eigentlich eine Begriffsverwechslung der Worte Demokratie und Regierung. Denn was er eigentlich meint, ist natürlich, Volksabstimmungen werden nicht das Resultat haben, das im Interesse der Regierung wünschenswert wäre. Und mir fällt auf, dass diese Begriffsverwechslung auch heute gängig ist. Also auch heute argumentieren Leute so. Und wenn sie sagen, wir müssen die Demokratie verteidigen gegen die Populisten, habe ich manchmal den Eindruck, sie wollen sagen, wir müssen die Regierung verteidigen gegen die Populisten. Also da ist wirklich im Kopf irgendwie die Definition verschoben. Ja, deswegen sage ich meine These, nicht alles, was die etablierte Macht schützt, sichert auch die Demokratie, eher im Gegenteil. Ja, die Situation heute. Interessanterweise, alle Parteien im Bundestag unterstützen die direkte Demokratie. Wenn man sich die Programme anschaut, alle haben dazu eine Passage, alle wollen das gerne einführen. Nur eine Ausnahme, die CDU möchte es nicht. Ganz konsequent, schon seit Jahrzehnten, bleibt sie auch bei. Wahlplakat von der CDU vom letzten Wahlkampf habe ich hier mal eingefügt. Weil das auch wieder so ein bisschen wie vorhin, diese Sache mit dem Bürgerdialog, also man gibt sich so das Image, man hört zu, man kümmert sich und so weiter. Und wenn es dann wirklich ans Eingemachte geht, dann ist die CDU also ganz hart, nein, direkte Demokratie auf keinen Fall. FDP ist ein Sonderfall, ganz interessant. Das Grundsatzprogramm der SPD, das letzte wurde 2012 beschlossen, ist auch heute noch gültig. Damals war Christian Lindner, Sie kennen ihn alle, der Generalsekretär der FDP und hat der Kommission, die das Grundsatzprogramm diskutiert und beschlossen hat, vorgestanden. Er hat das verantwortet persönlich. Und da hieß es damals, wir Liberalen wollen bei der Einbindung von Bürgern Vorreiter sein. Unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung geht vom souveränen und mündigen Bürger aus. Dabei vertrauen wir auf die Vernunft jedes Einzelnen. Wir Liberalen setzen uns für die Einführung von Volksbegehren und Volksentscheiden auch auf der Ebene des Bundes ein. Im letzten Jahr im Wahlkampf sagt Christian Lindner, die FDP ist in ihrem Programm offen für die direkte Demokratie, ich bin es nicht. Die repräsentative Demokratie habe sich bewährt. Ich habe im Rahmen meiner Recherchen für das Buch Christian Lindner angeschrieben, mehrfach, und wollte fragen, wie es zu diesem Sinneswandel gekommen ist, der erheblich ist. Habe keine Reaktion bekommen. Ich habe eine Hypothese, ja. Also wenn man sich anschaut, wer die großen Spender der FDP sind, dann sieht man, dass da sehr einflussreiche Unternehmen mit dabei sind, sehr zahlungskräftige Leute. Und es ist so, alle großen Parteien bekommen Spenden von den Unternehmen, das ist bekannt. Aber die allermeisten Spenden gehen bei CDU und FDP ein. Und das sind nun gerade auch die Parteien, die konsequent sich sträuben dagegen. Also ich unterstelle einen Zusammenhang. Direkte Demokratie war historisch gesehen Antwort, war für mich interessant, das wusste ich vorher nicht, war historisch gesehen eine Antwort auf Korruption in den Parlamenten, also jetzt vor 100 Jahren, sind wir jetzt in der Zeit. Der Politikwissenschaftler Paul Tiefenbach sagt, die Beeinflussung der gewählten Repräsentanten bis hin zur heimlichen Bestechung war das zentrale Motiv zur Einführung der direkten Demokratie in den USA, beginnt 1898 in South Dakota. Die damaligen Reformer gingen davon aus, dass es schwieriger ist, ein ganzes Wahlvolk zu bestechen, als eine Handvoll Abgeordnete. Das trifft nach wie vor zu, sagt Paul Tiefenbach. Und die USA sind ein ganz interessantes Beispiel. Wir wissen alle, in der Schweiz gibt es die direkte Demokratie, in den USA gibt es das auf Bundesstaatenebene. Und ich habe hier mal eine Karte genommen, die ist in der Neuen Zürcher Zeitung erschienen.
Sie sehen hier in hellblau eingefärbt und in dunkelblau und dunkelgrau, das sind alles die Staaten, wo es Elemente direkter Demokratie gibt. Hellgrau gibt es keine Elemente. Es ist so, dass in der Hälfte der Bundesstaaten inzwischen direkte Demokratie praktiziert wird. Und wie gesagt, teilweise seit 100 Jahren inzwischen schon. In einigen Bundesstaaten erst seit den 60er Jahren. Es ist eine ganz alte Traditionslinie in den USA, die eben entstanden ist vor dem Hintergrund, dass vorher in den Parlamenten es offene Korruption gegeben hat, dass Abgeordnete direkt bestochen worden sind. Dennoch, ich versuche auch immer beide Seiten zu beleuchten, Parlamentarier können manipuliert oder korrumpiert werden, das gesamte Volk kann natürlich auch mit großem Aufwand getäuscht werden, mit Propagandakampagne, mit viel Geld kann man natürlich Leute manipulieren. Und das ist für mich das Fazit, was muss man dann machen? Okay, die Geldmacht hat übergroßen Einfluss, egal in welchem System. Ob sie nun eine Diktatur haben, eine Demokratie, eine direkte, eine repräsentative. Dieser Einfluss des großen Geldes ist immer gegeben. Das heißt, wir müssen hier eine Ebene höher angehen. Und dann komme ich zum dritten Teil meines Vortrags und bevor wir dann in die Diskussion miteinander vielleicht kommen, das Eigentum. Und damit befasse ich mich auch in meinem Buch. Und ich habe ein extra Kapitel drin über den politischen Einfluss von Milliardärstiftungen. Das ist ein ganz spannendes Thema. Ich habe jetzt hier mal drei Namen beispielhaft rausgegriffen. Zwei aus den USA, Rockefeller Foundation, Ford Foundation, sehr alte Stiftungen, teilweise 100 Jahre alt. Die Bertelsmann Stiftung in Deutschland gibt es seit 40 Jahren. Alle diese drei Stiftungen machen Politik mit einem großen Netzwerk, mit gutem Personal, mit Leuten, die teilweise in der Politik vorher gearbeitet haben, die man sich eingekauft hat. Die Rockefeller Foundation und die Ford Foundation haben einen großen Einfluss auf die amerikanische Außenpolitik. Sie spielen eine große Rolle in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Bei der Gründung der Europäischen Union haben sie eine wichtige Rolle gespielt. Die Bertelsmann Stiftung hat hierzulande, was die Innenpolitik angeht, eine sehr große Rolle gespielt. Das war mir vor den Recherchen auch nicht so klar. Bei der Agenda 2010, bei der Diskussion von Hartz IV, Agenda 2010, 2003, hat die Bertelsmann Stiftung ganz viel vorbereitet, ganz viele Argumente vorbereitet, Arbeitsgruppen gebildet, Leute vernetzt, Leute zusammengetan, um diese Reform zu protegieren, um das zu pushen mit großem Erfolg. Es haben, ich zitiere die Forschung dazu in meinem Buch, das ist inzwischen ganz gut aufgearbeitet. Diese Stiftungen sind jetzt in diesen drei Fällen und auch in vielen anderen Fällen sind Stiftungen von Milliardären, also von Milliardärsfamilien. Bertelsmann, Reinhard Mohn, lebt ja inzwischen nicht mehr, hat das ja gegründet, war der Chef des Bertelsmann-Konzerns, einer der größten Medienkonzerne der Welt, RTL und so weiter, viele Zeitschriften. Ja, Rockefeller war seinerzeit, als die Stiftung gegründet wurde, vor knapp über 100 Jahren, der reichste Mann der Welt tatsächlich. Ja, John D. Rockefeller, Ford Foundation aus dem Ford-Automobilkonzern, auch ein Milliardär. Es gibt zahlreiche, um nicht zu sagen zahllose, dieser Stiftung von Milliardären. Die machen auch nicht alles nur schlimme Sachen, die setzen sich auch für soziale Dinge ein, die haben ein breites Spektrum, wo sie ihre Gelder verteilen. Viele Dinge sind ganz vernünftig, die machen, aber sie machen eben auch massiv Politik und sie machen diese Politik völlig vorbei an demokratischen Institutionen. Da sage ich jetzt Ihnen nichts Neues, aber man sollte das im Auge behalten. Ja, es gibt Runden, in denen sich diese Eliten, das sind dann doch Eliten, absprechen miteinander, ganz bekannt. Das World Economic Forum ist ja immer im Januar in Davos, das Weltwirtschaftsforum, wo sich eben viele Unternehmensführer treffen mit Politikern, mit Medienschaffenden und so weiter, um einen Konsens vorzubereiten, was man politisch möchte, was man, um die Interessen zu harmonisieren. Es gibt viele solche Runden. Es gibt das Bilderberg-Treffen, was ja jetzt gerade wieder gewesen ist oder jetzt gerade noch läuft im Moment. Und das sind eben diese Treffen, auf denen das verhandelt wird. Das ist jetzt nicht die geheime Weltregierung, wie manche glauben, aber es sind doch sehr einflussreiche Diskussionsrunden, wo nicht unbedingt Beschlüsse, formelle Beschlüsse gefasst werden, wo aber, wie gesagt, ein Konsens hergestellt wird und wo sich abgestimmt wird und viele große Linien fast vorgegeben werden, kann man tatsächlich sagen. Ich habe in meinem Buch dazu einiges zusammengetragen. Ich schreibe am Ende die Angst der Eliten, die diesem Buch seinen Titel gibt und insbesondere ihre Furcht vor tatsächlicher Demokratie, vor einer freien Selbstbestimmung der Völker, ist im Wesentlichen die Angst vor dem Zusammenbruch einer Ordnung, die das Eigentum und die Privilegien eben jener Oberschicht garantiert. Also mein Fazit. Und jetzt ist interessant, wenn man sich den Begriff des Eigentums in den verschiedenen Verfassungen einmal anschaut, historisch gesehen. In der französischen Erklärung der Menschenrechte von 1789 ist ja ein ganz wichtiges Dokument für unsere freiheitlichen Gesellschaften. Eigentum ist ein unverletzliches und geheiligtes Recht. Also es wird ganz hochgehängt.
auch in der revolutionären Frankfurter Reichsverfassung von 1849, also in der Revolution hier in Deutschland. Das Eigentum ist unverletzlich, Revolution hin oder her, das war schon mal geklärt. Und im heutigen Grundgesetz heißt es in Artikel 14, das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Das ist also ein ganz wichtiger Ankerpunkt für unsere Ordnung. Aber es ist eben so, dass unbegrenztes Eigentum auch unbegrenztes leistungsloses Einkommen ermöglicht. Das ist klar. Zinsen, Mieten, Pachten, Dividenden, das sind Gelder, die Leute erhalten, nur weil sie Besitz, nur weil sie Eigentum haben, ohne dafür tatsächlich arbeiten zu müssen, meistens. Mal eine Zahl dazu, allein die 30 führenden deutschen Konzerne schütten jährlich 30 Milliarden Euro an Dividende aus an die Eigentümer der Konzerne. Das ist natürlich Geld, was da anderswo fehlt, selbstverständlich. Die BMW-Großaktionäre Susanne Klatten, Stefan Quandt erhalten jährlich, jedes Jahr, 1 Milliarde Euro Dividende. Mal als Vergleich, der Konzernchef, der Vorstandsvorsitzende der BMW AG hat im letzten Jahr 8 Millionen Euro verdient, was auch keine bescheidene Summe ist. Aber die Großaktionäre haben eben diese beiden gemeinsam 1 Milliarde bekommen im gleichen Zeitraum. Und nicht, weil sie das Unternehmen geführt hätten, sondern nur, weil sie im Besitz des Aktienpaketes sind. Das sind Dimensionen, die entziehen sich der Vorstellungskraft und es wird selten darüber gesprochen. Als im letzten Wahlkampf das Thema Vermögensteuer auf der Agenda stand, hat die SPD sich dagegen ausgesprochen und hat gesagt, sie will Spielräume in einer Arbeitsgruppe prüfen. Also da ist jetzt nicht der Wille, das wirklich anzugehen, das Thema. Ja, warum sage ich das? Unbegrenztes Eigentum ermöglicht nicht nur diese riesigen leistungslosen Einkommen, sondern es ermöglicht eben auch maßlose politische Macht, weil es eben keine Grenze gibt. Und die Menge des Geldes ist natürlich vollkommen analog zur politischen Macht. Also wer 10-mal so reich ist, kann sich auch entsprechend mehr Leute kaufen, kann mehr Denkfabriken bestücken, kann seinen Willen stärker durchsetzen. Das ist eine ganz wichtige Diskussion. Ich füge das hier mit an und füge das auch in meinem Buch mit an, weil ich zeigen möchte, dass es nicht ausreichen wird, Elemente direkter Demokratie ergänzend zu verwenden, solange man nicht an das Thema des Eigentums und des unbegrenzten Eigentums tatsächlich rangeht. Das ist mir sehr wichtig gewesen. Und an dieser Stelle wird es interessant. Ich habe mir während der Recherchen angeschaut, mir wirklich mal die Mühe gemacht, habe mir sämtliche Parteiprogramme der SPD angeschaut, chronologisch in der Geschichte der SPD. Und das ist sehr spannend. Und Sie finden, ich wusste davon nichts, vielleicht wissen es von Ihnen einige, es gab das Heidelberger Programm der SPD, das wurde 1925 beschlossen und galt bis 1959. Also ein sehr wichtiges Programm der SPD. Mal als Vorgeschichte, in der Zeit bis 1924 war die SPD in einer Regierung drin und in der Zeit von 24 bis 28 war die SPD nicht in der Regierung. Und in dieser Zeit ist dieses Programm entstanden. Also man hatte sozusagen eine Besinnung, man war jetzt nicht in der Pflicht, groß staatstragend sein zu müssen, sondern man hat sich auf seine Wurzeln besonnen. Ich lese Ihnen das mal vor, weil es ist wirklich spannend. Das kapitalistische Monopolstreben führt zur Zusammenfassung von Industriezweigen, zur Organisierung der Wirtschaft in Kartelle. Dieser Prozess vereinigt Industriekapital, Handelskapital und Bankkapital zum Finanzkapital. Einzelne Kapitalistengruppen werden so zu übermächtigen Beherrschern der Wirtschaft, die nicht nur die Lohnarbeiter, sondern die ganze Gesellschaft in ihre ökonomische Abhängigkeit bringen. Mit der Zunahme seines Einflusses benutzt das Finanzkapital die Staatsmacht zur Beherrschung auswärtiger Gebiete als Absatzmärkte, Rohstoffquellen und Stätten für Kapitalanlagen. Dieses imperialistische Machtbestreben bedroht die Gesellschaft ständig mit Konflikten und mit Kriegsgefahr. Das Ziel der Arbeiterklasse kann nur erreicht werden durch die Verwandlung des kapitalistischen Privateigentums an den Produktionsmitteln in gesellschaftliches Eigentum. Das klingt jetzt sehr marxistisch und es sind in der Tat auch die Wurzeln der SPD und der Autor dieser Zeilen ist Karl Kautsky und ich füge noch eine Passage an, um Ihnen das Heidelberger Programm ist 60 Seiten lang, das ist sehr umfassend. Und mal am Rande bemerkt, ich habe es mir rausgesucht, es ist schwer, dieses Programm tatsächlich zu bekommen, auch im Internet. Also Sie finden keinen aufbereiteten Text, Sie finden nur ein eingescanntes Frakturschrift-Original. Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat es eingescannt, aber man muss sich dann wirklich durch die Frakturschrift durchquälen. Ich habe es irgendwie abgetippt. Das hat die SPD nicht verfügbar gemacht auf ihrer Webseite. An diesen Monopolen hat durch das Mittel der Aktie immer mehr die ganze Kapitalistenklasse Anteil, aber sie werden immer mehr beherrscht von einigen wenigen Besitzern riesenhafter Vermögen. Und er fasst zusammen, das ganze ökonomische und politische Getriebe im Staate wird der Botmäßigkeit einiger weniger Finanzmagnaten unterworfen. Ihre Herrschaft ist weniger beschränkt als die der noch übrig bleibenden Monarchen in Europa.
Diesen Monopolen gegenüber gibt es nur eine Alternative. Entweder die Gesellschaft fügt sich ihnen und lässt sich von ihnen unterjochen oder sie bemächtigt sich ihrer. Das Letztere wird eine dringende Forderung nicht bloß der von ihnen beschäftigten Arbeiter, sondern der ganzen Gesellschaft. Soweit Karl Kautsky, der, als er diese Zeilen geschrieben hat und dieses Programm der SPD in diesem Abschnitt formuliert hat, schon über 70 Jahre alt gewesen ist, auch auf ein langes Leben zurückblicken konnte. War persönlich befreundet mit Friedrich Engels. Seine Frau war befreundet mit Rosa Luxemburg und Karl Kautsky war Herausgeber der Zeitschrift Die Neue Zeit, das damals eine führende Zeitung gewesen ist, und er war selbst einer der führenden Intellektuellen in Europa gewesen. Und da kam ich auch nochmal so ins Grübeln, wer formuliert denn heute die Parteiprogramme? Sind da auch führende Intellektuelle Europas unter den Autoren der Parteiprogramme? War für mich ganz spannend, dieses Programm zu entdecken. Ja, und auch interessant, was manchmal in der Sprache alles so an Wahrheit steckt. Das lateinische Wort Dominium bedeutet sowohl Eigentum als auch Herrschaft. Ein Wort. Und Absolutismus kommt vom lateinischen legibus solutus, auf Deutsch von Gesetzen losgelöst. Also das ist das Wesen des Absolutismus. Der Herrscher steht über dem Recht. Ja, und heute heißt es too big to fail. Große Banken dürfen nicht scheitern. Das ist im Grunde eine Analogie. Ich sehe daran, wie Karl Kautsky, einen modernen Absolutismus. Heute ist dieser Absolutismus, wenn man es mal so nennen möchte, faktisch ermöglicht durch freie Verfügungsgewalt über unbeschränkte Vermögen. Milliardäre, ich sagte es gerade, und systemrelevante Banken gehen fast nie pleite, werden meistens gerettet, Sie wissen es alle, bevorzugt und auch fast nie verurteilt vor Gericht. Ganz so wie früher die Könige. Und wenn man sich jetzt die Parteiprogramme anschaut, der Parteien, sei es nun CDU, SPD, FDP oder auch die AfD, ich habe mir die Programme alle angeschaut, auch das Grundgesetz, überall wird dieses Thema eher gemieden. Und mein Eindruck ist, man redet da um den heißen Brei doch eher herum. Ja, mit diesem Zitat möchte ich Sie entlassen. Das ist Louis Brandeis, der war Mitglied des obersten Gerichtshofes in den USA, über 20 Jahre. Und er sagt, wir müssen uns entscheiden, wir können eine Demokratie haben oder konzentrierten Reichtum in den Händen weniger, aber nicht beides. Ja, ich will das gar nicht weiter kommentieren. Am Schluss noch ganz kurz, ich bin freier Autor, Journalist. Sie können sich vorstellen, es ist nicht immer leicht, davon zu leben. Das ist ein sehr prekärer Job. Ich habe drei Bücher, das sind meine letzten drei Bücher, vorne am Stand sind sie. Ich lebe quasi von den Tantiemen meiner Bücher und Artikel, von daher freut es mich, wenn meine Bücher Interesse finden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Debatte. Dankeschön.